So, wir befinden uns jetzt gerade hier in einem kleinen Raum, wo wir jetzt gleich ein Experiment aufbauen werden. Hierbei werden wir vier Elemente, die vier Basiselemente, in diesem Raum freisetzen, in Schalen. Das heißt also, ich habe hier einen alten Pott, einen alten Kochtopf, da habe ich Holzkohle drin. Den werden wir dann gleich entzünden, um Feuer zu haben. Wir werden eine Schale mit Quellwasser füllen, eine Schale mit Erde füllen und eine Schale leer lassen als Luft. In der Mitte dieses Raumes werden wir dann einige Kristalle platzieren und werden dann in dem Raum Sand ausstreuen, um eventuell zu sehen, ob irgendwelche Veränderungen hinterher zu sehen sind, Fußabdrücke oder was auch immer. Am Eingang des Raumes werden wir zwei Bewegungsmelder aufbauen. Einmal einen Lichtbewegungsmelder und einen Alarmbewegungsmelder. Okay. If you put me live on cello again, Alex. So, wir befinden uns jetzt hier in dem zweiten kleinen Raum zum Experiment, was wir jetzt hier aufbauen werden. Ich habe vier Schalen mitgebracht. Eine davon ist ein alter Kochtopf. In den habe ich Holzkohle gefüllt. Die werden wir gleich anzünden. Eine weitere Schale wird mit Quellwasser gefüllt. Eine dritte Schale mit Erde und Humus. Und die vierte werden wir leer lassen. Das heißt, wir werden die vier Grundelemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft, in den jeweiligen Ecken dieses Raumes aufbauen. Als Trigger, als Experiment, was passieren wird. In der Mitte des Raumes werden wir ein paar Bergkristalle setzen, als Energiefokus, und werden den Raum, bevor wir ihn verlassen, mit Sand ausstreuen, um zu sehen, ob in irgendeiner Form irgendeine Bewegung oder irgendeine Veränderung im Sand hinterher festzustellen ist. Am Eingang des Raumes werden wir einen Bewegungsmelder mit Licht aufbauen, sowie einen Bewegungsmelder für Geräusche, also für der dann einen Höllenlärm macht, wenn er losgeht. Das heißt, wenn in diesem Raum irgendetwas passiert, sollen die Bewegungsmelder losgehen. Und wir werden regelmäßig den Raum überprüfen und werden dann gleich weitermachen. Können gerne eure Meinung jetzt dazu loswerden. Nur zu, immer loslegen. Wir hören zu.
ist natürlich etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen, sollte der Bewegungsmelder losgehen. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es nicht. Also bis jetzt habe ich es noch nie gemacht. Das heißt, wir werden das einfach mal aufbauen, austesten und schauen, was passiert. War das die Ecke, der dich beobachtet gefühlt hast damals? Nein, das war ja eine große Raum. Wurde jetzt gerade erwähnt, dass du bist jetzt in dem kleinen Bereich. Da waren wir noch weit mit an die Oma drin gewesen, haben dann Schritt für Schritt diesen ganzen Raum angetestet. Okay, ich werde den Alex dann mal eben mit dem Cellophon den Kompass schicken holen, dann können wir das einmal mit dem Kompass abgehen. The Kompass ist in my big bag, you can't miss it, I think it's on the left side. We need a light? Light is there. Yeah, and the big black one. Just if you want to put the camera on the compass.
Kannst du ihm durchsagen, dass wir den Kompass jetzt haben und einsetzen? Was? Kannst du ihn drauf tun? So, Alex hat den Kompass jetzt gebracht und wir werden den Raum jetzt einmal Schritt für Schritt abgehen und filmen das auch gleichzeitig. Die Feuerschale brennt, es wird jetzt warm im Zimmer. Sehr angenehm. Es sieht aus, als wenn die Kompassnadel des Öfteren zur Mitte hin zeigt. Ja. Faszinierte in der Thematik Paranormalforschung. Definitely something. Yeah. Strong actually, no. Ich schon mal Kamera. Kannst du einen kurz draufdrücken, wenn keiner da ist? Wir haben jetzt in diesem Raum wieder magnetische Abweichung über den Kompass feststellen können. In der gleichen Ecke, in der sowohl das K2 angeschlagen hat, als auch meine Wünschelrouten ausgeschlagen haben. Allgemein in den Raum, Stefan, oder kannst du die Abweichung auf eine spezielle Ecke des Raums genau festlegen? Das ist in der hinteren linken Ecke von der Tür aus gesehen. Der Rest des Raumes scheint keinerlei Abweichungen in einer anderen Form zu haben. In dieser Ecke haben wir zurzeit das Wasser platziert. Das heißt, wir haben vom Eingang aus links ist die leere Schale Luft. Gegenüber in der hinteren linken Ecke ist die Schale mit Wasser. In der hinteren rechten Ecke befindet sich die Feuerschale und in der vorderen rechten Ecke, näher der Tür, befindet sich die Erdschale. Sollen wir das in irgendeiner Form umsetzen? Nein, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu einem etwas späteren Zeitpunkt entweder dort das Remote Writing versuchen oder die EVP-Session. Oder halt beides, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Könnte unter Umständen interessante Ergebnisse geben. Werden wir so machen. Didn't you say that? Something about like a watch out the crystals. A dog. Didn't you say something about a dog room? A dog. Wie ist das Gebäude aufgebaut? Didn't you say something? Ist das Backsteinbau oder ist das Tau? Das ist Tau, okay. So, I was gonna say, there's a dog here, then you could be going towards the waterboat. Sorry, könntest du noch mal ganz kurz wiederholen? Die Frage kam jetzt nicht so gut durch, weil wir hatten gerade so einen kleinen Moment Empfangsprobleme hier in diesem Raum. Die Wände sind Backstein, die Decken sind Stahlbeton. Gut, danke. Also können wir schon mal den Stahlbeton
Es gibt auch keine Keller und es gibt auch nur ein Geschoss. Das große Gebäude hat eine sehr hohe Decke, die anderen Gebäude haben eine etwas niedrigere Decke. Ich werde dann nach der PU dann nochmal ein paar Bilder posten, dass man auch so ein bisschen von außen das Gebäude besser sieht. Aber auch den Sendeknopf drücken, Alex. Ich habe leider kein Mittelwellenradio organisieren können, sorry. Blitzableiter gibt es an dem Gebäude nicht mehr. Also die sind mittlerweile nicht mehr da. Oder verrottet und weg. Also da ist leider. Sollte es Gewitter geben, können wir nur aufs Beste hoffen. Jetzt soweit den Raum aufgebaut, die Feuerschale glüht, die brennt also nicht da nur, die glüht so vor sich hin, ist ja Holzkohle. Die Kristalle liegen in der Mitte des Raumes, wir haben um die Kristalle herum und mehr zu der Ecke, wo wir die Abweichungen hatten, jetzt den Sand ausgestreut und werden jetzt die Bewegungsmelder aufbauen und werden dann den Raum erstmal verlassen, damit wer immer auch hier ist, sich erstmal damit vertraut machen kann, ohne dass wir dabei stören. Guten Tag, Steffen. Und ich bin Sie gleich mitteilen. Oh, hi, Tony. At the moment, we just set up this four elements experiment in this second small room, which is more or less opposite the small room where we had the most activity. It basically consists of four bowls, one containing air, one containing earth, one containing fire, and one containing water. So all the four elements set up in the four corners. We've got some crystals sitting in the middle of the room. We had a few K2 hits in the room, the magnets, the magnetic compass showed a few little inconsistencies in the same corner, and my dowsing rods also indicated an energy field in that one corner. We were broadcasting live already, and we will do a few more small, short broadcasts to make sure we don't use up all the data that we've got left. The next one is due once I've set up all the experiments.
Möchtet ihr, dass wir die Triggerobjekte mit religiösem Hintergrund jetzt auch aufbauen? Das heißt, wir haben eine Bibel und einen Rosenkranz zur Hand. Ich überlasse das euch, ob wir das jetzt aufbauen sollen. Wir können davon ausgehen, dass das ziemlich alles Christen waren. Die kamen also alle aus Ländern wie Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Norwegen, also vornehmlich christliche Länder. Katholiken oder Protestanten lässt sich natürlich nicht mehr beantworten. Ich denke, ich werde diese Bibel sowie den Rosenkranz in diesem langen Raum platzieren, wo wir als allererstes diese eher negative Entität oder Energie festgestellt haben.
Wieso? Don't get away with my shot. How very dead. Gang. Can you stop taking my new pictures? What? You said it! Did you take a picture of me? You know? Electrical charge converter. Mit dem was? Mit was für ein Ding? Kenne ich gar nicht. Wir haben einen elektrischen Charge Converter, mit dem man Elektrizität freisetzen kann. Aber Taser? Nein. Dad, ich glaube, picture of a demon. Ich glaube, picture of a demon. What if I don't want to smile? Ja. Oder hat das Stefan privat irgendwo? Oder hat er überhaupt die Möglichkeit, da vielleicht auch mal einen Blick drauf zu werfen? Das existiert bei Ghost World schon, das ist aber schon lange her. Entweder ich push das nochmal oder Stefan, ich weiß nicht, wie weit er das auch noch im Rechner hat, dass er das euch nochmal zeigt. Das ist ein sehr interessantes Foto, was er Ja.
Ja, ich werde das Foto gerne nochmal posten. Ich habe das auf dem Memory Stick, gar kein Problem. In diesem Bereich, also das muss ich euch vielleicht kurz erzählen, wir haben damals, ja, ich spreche es jetzt aus, den Taser in diesem Bereich des Gebäudes benutzt, also den großen Raum, um die Luft mit Elektrizität aufzuladen. Und ihr alle kennt ja das Phänomen der Orbs, der Stauborbs. In den seltensten, allerseltensten Fällen ist es etwas anderes. Wir haben damals mit einer Kamera gefilmt, Alex hat gefilmt, Robert hatte den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser in der Hand. Die Temperatur war ungefähr 14 Grad, wenn ich mich richtig entsinne, die Luftfeuchtigkeit lag bei 45%. Nachdem ich den Taser abgefeuert habe, hat Alex auf seiner Kamera ein Orb aufgenommen, welches zunächst rechteckig war, sich über den Bildschirm bewegte, die Form veränderte zu einem Rhombus, die Richtung veränderte und wieder rechteckig wurde. Und fast zur gleichen Zeit stieg die Temperatur auf 23 Grad an und die Luftfeuchtigkeit auf weit über 90%. Das hielt ungefähr für 5-6 Sekunden an und danach war der ganze Spuk wieder verschwunden. Für mich persönlich das einzige Ort, was wir jemals aufgenommen haben, was ich nicht debunken konnte als Staub oder Insekten oder ähnliches. Einfach auch durch die begleitenden Umstände. Auch das ist auf Video festgehalten und auch das werde ich dann nochmal posten für euch. Shall we go into the small room now and start EVP sessions and stuff? I would say so. Not so sure about the lying down thing because it's quite modern. Und jetzt nochmal die Frage, warum hast du das mit dem Teaser, dieses Wort, was man ja nicht sagen darf, versucht die Luft da aufzuladen und zu elektrisieren, um irgendwelche besonderen Phänomene dadurch hervorzurufen? Ja, der Gedanke war einfach, wir wissen, dass Spirits unsere elektrischen Geräte leerziehen, Batterien leerziehen. Das passiert uns ständig. Und der Gedanke war einfach, wenn ich 120.000 Volt in die Luft abgeben kann, wird die Energie dermaßen übersättigt, dass das eventuell für Spirits die Möglichkeit gibt, sich zu manifestieren. Und das schien auch da damals der Fall zu sein. Und das werden wir heute Abend wieder versuchen. Das haben wir jetzt seit Ewigkeit nicht mehr benutzt, das Gerät, einfach weil es, wie ich erfahren habe, illegal ist in diesem Land. Ja, ich sag mal, da ja nur der Toni im Chat ist, könnte ich das auch übersetzen, weil Toni weiß das. Aber wie gesagt, man muss da halt hier in unserem schönen Schottland mit der Sache ein bisschen vorsichtig sein. Nebenbei bemerkt, ich hatte auf dem kleinen Turm, den ich gebaut habe, aus diesem Bauklötzchen, den Ball platziert. Der lag eigentlich recht fest und der ist gerade vom Turm heruntergefallen. Das ist auch auf Kamera. Ich werde ihn jetzt mal wieder drauf platzieren. Oh. Ja. Prima, dann freuen wir uns dann auf die Aufnahmen. Das ist Test also. T-Wort. Hat
We think it was a communications room. Yeah, because the cables came up here. A lot of communication devices on this side, all the cables went up. Okay, just leave me alone then. Wir haben jetzt den Aufbau soweit in den anderen Räumen beendet. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen Kommunikationsraum. Tristan und ich, wir kamen rein und wir haben also beide gemerkt, dass wir wirklich hier im Energiefeld reingegangen sind. Also wir merken es beide im Bauch. Haare am Nacken stellen sich hoch, also das übliche Gefühl, wenn ich weiß, dass was da ist. Ich werde jetzt gleich nochmal schnell einen Livestream machen, um euch den Aufbau der Sachen zu zeigen. Ich werde den Alex dann mal eben bitten, das wieder einzurichten. Der Tristan kann dann so lange die Kamera übernehmen. Und dann mache ich gleich mal eben nochmal kurz einen Livestream, dass ihr seht, wie wir die vier Elemente aufgebaut haben und wo die Triggerobjekte jeweils sind. Tristan, you want to take the camera, so Alex can prep the livestream. Ganz kurze Frage noch, weil da so ein kleiner leichter Fall ist, der mir von seiner Pyramide gefallen. Ist es da relativ, ich sag jetzt mal, windstill in den Räumlichkeiten oder pfeift man wirklich oder gibt es da mit Bewegung drin? Die Räume sind, zumindest jetzt die kleinen Räume, sind völlig windstill. Da ist nur die Tür, da sind keine Fenster. In den anderen Räumen haben wir jeweils Kerzen aufgestellt, um Windbewegungen beobachten zu können. Und bisher kann man, würde ich sagen, dass wir keinerlei oder ganz wenig Windsignal wahrnehmen in den großen Räumen. Wir werden jetzt hier gleich auch in den kleinen Raum nochmal Kerzen aufstellen, um das auch zu bestätigen, dass man das dann auch auf den Kameras sieht. Aber hier ist es sehr, sehr windstill und es ist auch sehr, sehr still, weil es sehr gut abgeschirmt ist. Start. Hello, hello, hello. I need a point. And some guys sit in my corner. I need the chair. Jesus. Nearly fell down that hole. Not funny. It is funny. It ain't funny, buddy. It's funny. Can't. Whoa. You're swearing on video. Yeah, it's fucking. You're swearing on video. Can't. Oh, no. I better not do it again. Sorry, Papa. Ready, yeah? Profile my mouth. By the way, you wouldn't look like that.
finally, you get a phone charge. Yeah, they are. In the small bag, in the side pocket, is the two power packs. Here we see Alex. So, you're going to do that right? See Alex weighs on. Yeah. Long. Das hier ist der kleine, da geht es zu dem kleinen Raum, wo wir gleich unsere Experimente und die EVP-Session starten werden. Hier, um es euch zu zeigen, ist der Raum, der lange Raum, in dem wir das EVP festgestellt haben zuerst. Hier hängt der Rosenkranz frei schwingend, der schwingt jetzt überhaupt nicht. Der Raum hier ist auch völlig windstill, hört nicht auf die Bibel. Ich würde gerne irgendwann später einmal aus der Bibel das Vaterunser vorlesen, um zu sehen, ob das irgendwelche Effekte hier im Raum hat. Da auf dem Boden, das ist der weiße Fleck, das ist der Bewegungsmelder, der den Alarm auslöst, den lauten Alarm. Direkt daneben, hier auf dem Boden, sieht man den Lichtbewegungsmelder. In der Mitte die Kristalle, dort in der Ecke das Wasser. Dort kann man sehr schön sehen die Feuerschale. Hier in der Ecke nicht da. Die Schale mit der Erde. Am Boden hier ist Sand verstreut, was man immer sehen kann. Und dort die leere Schale für die Luft. Dann filmt das alles die ganze Zeit mit. Hi. Ich würde mir ganz kurz noch zeigen, was wir hier drüben aufgebaut haben. Was jetzt hier noch auf dem Markt ist, ich komme mal für hier. Wann wir das benutzen, ist der Whisky. Wo wir dann eventuell später noch ein bisschen anladen können. Das hier ist dieser kleine Turm, den ich aufgebaut habe. Und hier waren insgesamt drei Kristallen drin. Und den Ball oben drauf, der sich, wie gesagt, der liegt recht fest. Der ist gerade bereits einmal runtergestupst worden. Hier auf der Mauer der Kampfdolch und die Mundharmonika. Hier vielleicht mal so für die Interessierten, das ist noch original, Zweiter Weltkrieg. Hier werden, ich vermute mal, irgendwelche Vorhälle gehangen haben, in denen dann die ganzen Dokumente waren. Is there no one else here? Oranges, MRAs. No, no. Did Dad not just say hi to someone? Me. Did you just go like laugh or something? No. Why did you hear something? Yeah. I heard a lot of something, but I didn't know. I didn't know if it was enough to acknowledge that there was something. Oh no. So I was just kind of sitting here in the dark when I heard like Dad say like, oh hi, and then like, I don't know if that might have been you, but... I didn't laugh, I said hi, but... Still weird. So like, wait, did some like teenagers just come in here like at this time, like oh, let's go over here, like to the day or something? Yeah, let's go in here and drink. Oh, and then Dad's like, oh, hey. Oh, hi, Mars. Well then, okay. And here we see Alex is going crazy sitting in the dark by himself. As you do. Sit in the dark and see if we can hear some shit with him. Very much. Oh, I can't see.
on the sorry camera. There you go, there's a lot there, there's a little light. Doodle bit of light. Leave a little light on, a little light on, leave a little light on for me. Alright, we're not gonna hear anything if you don't shut up. Sorry. So what's that for? Your dad had your phone, it's just your case. It's definitely one of the warmest rooms in this place. That's good, at least. Yeah, it's cold everywhere else. Not that bad. Can't feel my legs. Yeah, my legs are a little cold as well. I've just been lying down, trying to line up. It's because you're lazy. Because you haven't been awake most of today, you've just been laying around playing video games, which is unacceptable. Oh no. Is that the same thing? Shut up. I was sitting on the sofa. That's a divine name. By the way, Dad, when you said hi to Tristan, I fired like a girly laugh because. That's why I thought that like some teenagers came in here and like at this time's like a dare or something and like they must have like ran out because that's why I went up and like went outside to see if there were like people out there. But okay, ich übersetze es eben kurz. Während Tristan und ich gerade den Aufbau gefilmt haben, hat Alex ein Lachen gehört. Was sich anhört wie das Lachen eines Teenagers, eines weiblichen Teenagers, also ein weibliches Lachen, female, ja, ist dann losgegangen, um zu checken, ob vielleicht irgendjemand hier ist, aber wir sind völlig alleine. You're under interrogation. Also, wir hatten vorher schon female, also weibliches Bild hier, gerade hier in diesem Raum. Also, was Alex da mit eigenen Ohren gerade gehört hat, ist natürlich sehr, sehr interessant. So, dann soll es jetzt erstmal gut sein mit dem Livestream und dann geht es gleich weiter, aber wir müssen jetzt die erste Powerbank ans Telefon anschließen. Where are the people watching? 26. On the Livestream? Yes. Oh, cool. Yeah, no, because you said like, oh hello, or something, right? Mm-hmm. Tristan. And then I heard like a really like girly laugh. I don't know, I said hi back, but I didn't laugh. Because I thought you were saying oh hello. Was that easy? I thought you were saying oh hello to people who walked in that were like not Tristan. I thought you were saying hello to them. But. No. But then there was nobody else here. Okay, no. You're being interrogated, tell me everything you know. I'm hearing things, that's what. Right, I'm gonna set this up here somewhere. Luftfeuchte und 9 Grad. 9,2 steigt an. Das haben wir nochmal. Gerade aus der Tasche. So, da sind wir wieder. Nur um euch das kurz wissen zu lassen. Wir haben jetzt in diesem kleinen Raum
den Temperaturfühler und den Luftfeuchtigkeitsmesser aufgestellt. Die Luftfeuchtigkeit ist 76% hier und die Temperatur in diesem kleinen Raum ist momentan 9,5 Grad. Also man kann unseren Atem sehen. Das ist hier für uns. Battery level high. So, Stefan, wie weit seid ihr jetzt? Ist Alex schon verkabelt? Ja, Alex hat Kopfhörer auf und wir starten jetzt den Rekorder. Ich werde aber vorher noch einmal mit den Dowsing Bots durch den Raum gehen. Okay, ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass das sehr, sehr starke Ausschläge hier in der Mitte des Raumes sind. Really strong. Energy feels here, right in the middle of the room. Tristan, what we're going to do, we're just going to have an everyday, watch where you're going, yep. An everyday conversation, you know, how the day was, and if you watch a movie, you know, about the war, which ended in 1945, and we'll basically just casually mention that the war has ended, just to see if anybody responds to it. So, ich habe jetzt Tristan angewiesen, was wir machen werden. Wir werden jetzt diese Konversation starten. Sagt uns bitte, ob ihr die live hören wollt oder ob wir die stumm schalten. Das heißt also, dass ihr euch weiter unterhalten könnt. Also ich würde live ganz gut verstehen.
zuhören, dass ihr die Member das dementsprechend auch mal so mitkriegen. Es muss euch nur klar sein, wir werden diese Unterhaltung auch Englisch führen. Okay. Hi Tristan. Hi. How was school? I didn't know school. The usual, boring. Yeah. Yeah, I had a hard day at work as well. Did you watch that movie last night? Can't remember. About the D-Day landing. Yeah. Yeah, it was a cool thing. I mean, if you think that the war ended in 1945, I mean, it's still interesting to watch, isn't it? Yeah. Have you ever been to Boindy Airfield? Yeah. You remember that was one of those airfields where the war was fought from? Yeah. Yeah, it's an interesting place in history. You think it's possible that the memories of these people are still here at this airfield? Yeah, could be. Would be really interesting if they could contact us and tell us about that time, wouldn't it? Yeah, that'd be cool. Kurz zu erwähnen, die Dowsing-Rods haben auch wieder gerade ein sehr, sehr starkes Energiefeld hier im Raum angezeigt. Ich habe jetzt den K2-Meter angemacht und wir kriegen gleich direkt starke Ausschläge. Viele werden sagen, okay, das Phone wird es beeinflussen, aber das Phone, wir haben das getestet, der Tristan kann das mal eben filmen. Um Ausschläge vom Phone zu kriegen, im roten Bereich müssen wir ganz nah rangehen. Also wenn ich meinen Arm ausgestreckt halte, nimmt das K2 das Telefon nicht mehr wahr. Das heißt, gerade mit ausgestrecktem Arm haben wir bereits die ersten Ausschläge gehabt. Möchtet ihr Fragen stellen? Okay, ich werde die Fragen dann jetzt in Englisch stellen.
If you hear anything on the EVP, Alex, you let us know straight away. To the spirits that are in this room, you've seen our devices before. Alex is holding a recorder that can record your voice if you want to speak to us. I'm holding a so-called K2 meter, which measures electromagnetic fields. If you come close to it, it will light up and lets us know that you're here. And you can even use it for communication. If you come close to it and you light it up, it means yes. If you stay away from it, it means no. Can you please come close to it to confirm you understood this? Bisher keine Reaktion. The spirit in here, are you male? Are you female? Can you tell us your name? Did you work here? Did you live on the airfield? Bisher keine Reaktion auf dem K2. Nichts über EVP, was Alex hören könnte. Wenn die Member Fragen stellen wollen, könnt ihr das also auch gerne machen. Had a little beep, went to the other green. So there's two lights on. Oh yeah. Yeah. Wir hatten gerade die ersten Ausschläge wieder im leicht grünen Bereich. Can you come closer, please? Are you the female spirit that was working? So, wie Stefan sagte, jetzt dürfen die Member. Are you the female spirit that was working here on the communication? Also, can you please confirm that? Did something happen today during the sorties or on a training flight and you want to talk to us about it? Ausschlag auf dem K2. Was that a yes? Weiterer Ausschlag bis zur Mitte. Das war ein Ja. Das hatte ich gerade schon einmal erwähnt, ich werde es nochmal sagen. If you want to talk to what happened, if you want to talk about what happened to us, Alex is holding the recording device and you can speak to Alex. He will record your voice and we can all hear it.
verarschen? Das kam jetzt leider nicht durch, Claudia. Ich habe nichts gehört. Seems to be more in this region, isn't it? Yeah, there again. Interessant zu wissen, ob sie überhaupt befugt ist, darüber zu reden. Claudia, für dich nochmal, weil du jetzt erst reingeschaltet hast. Wir machen die PE heute mal ganz anders. Wir reden mit den Entitäten, wie wenn sie vor unseren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen mal eine ganz andere Ansatzweise. Verstanden, aber es kann ja durch Plan sagen darf, oder über diese Geschichte, was heute passiert ist, reden darf. Das meine ich damit. Stefan, ich probiere jetzt mal auf Englisch zu reden. Hello, my name is Yvonne and I'm from Germany. I'm sorry, my English is not so good. Stefan, help me to the later. What's your name and what are you doing here? Wir haben jetzt ständig K2-Ausschläge, also fast ständig bis ins Orangene, in einem ganz gewissen Bereich hier. Wir haben es getestet, Telefon ist weit weg davon, es ist also definitiv nicht das Telefon. Any EVPs so far? EVPs bisher noch keine. Wir werden jetzt versuchen, Antworten über das K2 aufzubauen. Nachdem du gesprochen hast, war die Aktivität recht stark, Ibi. Und ich werde jetzt mal Claudias Frage stellen. Is it possible that you're not allowed to talk to us about what happened here today because we're civilians? Starke K2-Ausschläge, das würde ein Ja bedeuten. Remember, if you want to answer a question with a no, just stay away from the K2. Can you please step away from the K2 to do that? Ja, K2 wird ruhiger. Scheint verstanden worden zu sein. While we were in the ops room, we saw that there was this writing on the wall, and one of it said "top secret." Can you tell us what it was for? Das indiziert ein Nein, keine Reaktion. In the ops center, I've built up a little pyramid of sorts with a ball on top. Was it you who knocked that over, who knocked the ball off? Keine Reaktion, das deutet auf ein Nein hin. Is there a dog here in the ops center? Did a dog do it? Starker Ausschlag, indiziert ein Ja. Thank you.
Ich habe gefragt, ob eventuell hier ein Hund im Ops-Center ist und das wurde jetzt bejaht. Your night was hard. I heard some stuff after that. Okay, Alex hat auf dem EVP-Recorder nach der Frage etwas aufnehmen können. Konnte aber nicht genau sagen, was es war. Der K2 hat keine starken Ausschläge. Hast du auch schon das neue PIN abgesehen? Have you seen any of the new pin-up pictures? Keine Ausschläge. Oder nur ganz minimal, würde ich als Nein deuten. Ein Ausschlag? Ja. I think I heard something that sounded like yes as well. Auf die Frage kam ein Ausschlag und Alex meint ein Ja gehört zu haben auf dem EVP-Recorder. Nebenbei bemerkt, ja, wieder starke Ausschläge jetzt. Mein Bauchgefühl ist, dass es hier sich um eine weibliche Person handelt. Das wird aber mit Ja und Nein sehr schwer zu beantworten. Okay. Can you please tell us into the recording device where you are from and where your family lives? Can you tell us if you're British? Ausschlag auf dem K2. Deutet auf britisch hin. Were you working in this room? Were you working on the communication devices? Yes. Ich habe gefragt, ob sie an den Kommunikationsgeräten gearbeitet hat. Was your friend a pilot? Starkes Ja. Wow. Konstant auf Gelb jetzt. Konstant. Did you have to listen to him when he died? Konstant gelb. Das sind übrigens Fragen, die wir beim letzten Mal auch gestellt haben, wo wir die gleiche Reaktion bekommen haben. Ich habe also gefragt, ob sie zuhören musste über Funk, wie ihr Freund gestorben ist. Thank you.
Are you attracted to someone in this room, or maybe from the voice of this device here? Ich denke, ich würde das als Nein bewerten. Keine Ausschläge oder nur ganz, ganz leichte. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste wäre, ob Ihr Freund bei einem Trainingsflug umgekommen ist. Und die zweite Kontrollfrage ist, ob er im Kampfeinsatz gestorben ist. Did that pilot, your friend, that you had to listen to when he died, did he die on a training flight? Or did he die during a battle mission? Auf die Frage nach dem Trainingseinsatz hatte ich einen Ausschlag, auf dem zum Kampfeinsatz 4-5, die bis zum Gelben hochgehen. Are there any other spirits here in this room, apart from you? Ja. Auf die Frage, ob andere Spirits noch im Raum sind. Can any of the other spirits please come forward? Nein. Dass ich starke Schmerzen in den Beinen bekomme, im unteren Rückenbereich und das Atmen mir schwerfällt. Did you get something? No. Kam jetzt leider nicht durch, Ivi. Ich werde jetzt mal nach zwei bestimmten Namen fragen. The spirit that makes me feel this pain, is your name Raymond Davy? Nein. No. Alex had a no. Are you Norwegian? Yes. Du weißt, wer das ist, Ela.
pain in my leg. Stefan, you too. Sorry, wiederhole nochmal gerade. Ich habe gerade kurz mit Tristan geredet, der genau die gleichen Schmerzen im Bein verspürt wie ich gerade. Ist Dave hier? Keine Reaktion. Oh, pain is getting extreme now. Oh. I've got a special question to a female person. Is someone of the spirits here your boyfriend or your husband? Ich würde das Nein bewerten. Na, vielleicht, wir hatten jetzt einen Ausschlag. Ich werde mal eben mein Buch rauskramen, um den Namen des norwegischen Piloten noch mal kurz nachzulesen, dass ich den auch richtig ausspreche. Hold K2 for a moment. When are we doing the tower communication? Oh, we can do that a bit. I can hold it right up to the camera. It actually lit up when you done that. Okay. I think it's the name. The pilot that is here that makes us feel this pain in our legs. Is your name Rolf Lethe or Leithe? No? Yes? Ausschläge werden jetzt stärker. Sehr starke Ausschläge jetzt. Wow. We appreciate that you want to communicate us by making us feel what you felt, but it is not really pleasant. If you could please stop that. Gott, ich krieg kaum Luft, ey. Stefan, könntest du bitte fragen, ob unser norwegischer Freund den Absturz selbst verschuldet hat, also dass er den Fehler begangen hat? Rolf, if that is you, can you please tell us if it was your fault when you crashed? It's a nine. Was it a technical problem? That's a strong yes. Es ist dokumentiert, dass die Maschine ein technisches Problem hatte während eines Testfluges und er deswegen null landen musste. Das hat er gerade bestätigt. Sehr schön. Dann haben wir ja schon mal die Fangfrage geklärt.
würde jetzt gerne für einen Moment diesen Raum verlassen. Wir lassen das K2 im Moment hier. Einfach um so ein bisschen aus diesem Bereich rauszukommen, weil mein Bein immer noch wehtut. Das gleiche ist bei Tristan. Und wir nutzen dann die Gelegenheit und schauen mal eben im Elementezimmer, im Elementraum und bei der Rosary. Aber wir können das K2 auch mitnehmen. Schauen, ob wir da eventuell irgendwelche aktiviert. Wow. Im roten Bereich jetzt. Der K2. Das war jetzt heftig. Shall we stay? Are you telling us to go? No. Shall we stay? We're gonna leave the room for a moment, but we'll be back. Stefan, darf ich mal? Ja, nur zu Ila. Wolf, ist es okay, dass du Stefan teilhaben lassen möchtest? Wir können gerne nachher auch noch mal mit dir reden. Aber du tust Stefan weh. Wäre das für dich okay, wenn du dich etwas zurückhältst? Interessanterweise, nach dem Crescendo, wo gerade wirklich die Ausschläge bis zum oberen roten Bereich kamen, war es jetzt die ganze Zeit sehr ruhig. Wir hatten jetzt einen Blick wieder auf den grünen Bereich. Das ist, als wenn jetzt die Aktivität etwas nachgelassen hätte. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das ist nett. Die Aktivität wird wieder etwas stärker. Aber wenn jetzt nichtsdestotrotz erstmal die anderen Räume kurz überprüfen. And that the possession one. Take the lights so you see what you're filming. It's painful, isn't it? It's at the back, it's like here now. Yeah. There's some kicking machine. Rolf later, he was cut. You take the other light as well, Alex. He was trapped in the plane. It's not like it's That's what I told you. Yeah. You can leave the chair here. The first pane was like that, but the second pane is when it went right red and it was like someone kicking me in the ankle. His whole leg would be trapped and, you know, when he started burning it somehow. Not pleasant. Fire gone out. This has only got 22 minutes left. That's okay. Once that is finished, take the next one off. That was me, by the way, saying. What? I was on the making on the recording just because I whispered. Oh, good. Gibt es schon was zu berichten? Hat sich irgendwas getan an den anderen Ohren? Nichts Visuelles, aber wir kriegen jetzt hier am Elementeraum recht starke Ausschläge am K2. Also, wir sind noch nicht mal im Raum selber, weil er.
Movement-Detektor da steht. Aber direkt an der Tür hatten wir jetzt mehrfach Ausschläge bis in orangen, orange-roten Bereich. Also das, die Ausschläge sind jetzt recht stark schon hier. Sollen wir jetzt den Alarm ausschalten und in den Raum mal reingehen? My back is in pain. Yeah, you're in pain anyway. Yeah, no, but I'm really cold. You what? Cold. Oh, yeah. Toes are getting cold. I should put the shoes on. So, wir haben den Alarm ausgeschaltet und gehen jetzt in den Raum. Das ist natürlich immer alles gut, weil da können wir jetzt wieder den Feuerschaden machen. So, wir werden jetzt noch mit dem K2 durch den Raum gehen, um zu sehen, ob irgendetwas passiert. Watch that you not step, you do step through the sand. Oh, God. Oh, 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 oh. Hm. Look at this. Oh God. And it's not this or the camera, because the camera doesn't do anything. Wir haben gute Ausschläge auf dem K2. Im orangen Bereich. Bisher die stärkste bei der Feuerschale. Jetzt geht es richtig los hier auch bei der Erde. Ständige Ausschläge bis ins Orangene, die jetzt wieder nachgelassen haben. Luftschale bis in roten Bereich, ständig orange. Roten Bereich komplett nah. Lässt nicht mehr nach. Wow. Das sind extrem starke Ausschläge jetzt hier im, an der Luftschale. An der Wasserschlage, an der Wasserschale haben wir auch Ausschläge, aber sehr viel weniger. Also die stärksten Ausschläge bisher eindeutig an der Luftschale. Und auch an der Feuerschale extrem starke Ausschläge. Aber nicht bis in den roten Bereich. Jetzt auch bis in den roten Bereich. Aber nicht so stark wie in der Luftschale. An der Luftschale war eindeutig bisher die stärksten Ausschläge. Wir haben das auch alles auf Kamera. No. I won't put my papers on. That's not my phone. That's not my phone. It's in this pocket. Oh, right near the kitchen. Let's come in. Das ist eine Frage an die, die möchte ich lieber etwas später und nicht in diesem Raum stellen. Stefan, befindest du dich jetzt gerade in dem Raum? Hast du irgendwie, was du sagst, ich habe ein vertrautes Gefühl oder sonst irgendwie? Zunächst mal sind die Schmerzen in den Beinen fast weg bei mir.
What's the situation with your legs? Is it better here? In that corner, it's my knee. It's painful. Like, nowhere else in the room apart from that corner. Okay, also Tristan sagt, den Schmerz, der er in dem anderen Raum in dem Bein hatte, der ist nicht mehr so da. Aber als er an der Luftschale war, hat er einen starken Schmerz im Knie verspürt. Vom Gefühl her fühlt sich dieser Raum momentan sehr, sehr friedlich an, sehr friedvoll und extrem energiegeladen. Ganz freundlich an Mathis weiter. Ja, aber hat sich ja mit dem jetzt nichts mit dem esoterischen Bereich oder. Da! What? Hey, go pee. Hier ist ein Liedchen. I asked you. Sorry, I do. Yes, I was listening to this trigger light with you. Mit trigger light when you. Was wir machen werden, wir werden dann den EVP-Recorder wieder einschalten. Alex, if you would get the next EVP-Session going, so we can ask some questions here in this room. Weil ich denke mal, dieser Raum ist momentan so energiegefüllt. Ich denke, es ist wirklich eine gute Möglichkeit, auch den Tristan und Alex ein paar Fragen stellen zu lassen. Was ich machen werde, ich werde mich zweimal auf die Kristalle legen. Okay, kriegt er gleich leichte Ausschläge. Und ist oben, bis zum Boden sogar. Alex, is Ronnie the EVP? No. No, bitte.